Hallo, hier ist wieder Ofenbaumeister Ingo von Haag und heute möchte ich euch zeigen, wie ein Grundofen funktioniert. Der Grundofen ist sozusagen der Vater aller Kachelöfen, weil er seit Jahrhunderten technisch nahezu gleich gebaut wird. Der Feuerraum des Grundofens ist aus Schamotte gebaut. Die Heizgase werden nicht durch Metallrohre zum Schornstein geführt, sondern durch keramische Züge. Diese Züge laufen durch den gesamten Ofen. Hierbei macht man sich die optimale Speichereigenschaften von Schamotte, einem Spezialmaterial aus gebranntem Ton, zunutze. Der Grundofen wird nur zweimal am Tag mit Holz befüllt. Mit geöffneten Luftöffnungen wird er ca. eine Stunde betrieben, bis das Holz fast vollständig verbrannt ist. Anschließend wird die Luftöffnung verschlossen. Die Schamotte nimmt jetzt langsam die Energie auf, speichert die Wärme und gibt sie über viele Stunden an den Wohnraum ab. Die Wärme vom Grundofen wird nicht über Lüftungsgitter abgegeben, sondern über die Oberfläche. Hierbei entsteht eine angenehme Strahlungswärme. Strahlungswärme bewirkt, dass nicht die Raumluft, sondern der Körper im Raum erwärmt wird. So ähnlich wie bei den Sonnenstrahlen. Aus diesem Grunde brauchen wir nur relativ wenig Wärme, um ein angenehmes Raumklima zu schaffen. Die Außenverkleidung des Grundofens kann entweder mit wertvollen Ofenkacheln oder schlicht verputzten Schamottsteinen gestaltet werden. Das war's mal wieder. Bis demnächst, euer Ofenbaumeister Ingo von Haag.